Ich kann mich nämlich erinnern, dass es irgendwie, was sag mal das, aber ich glaube, es ist eine etwas unhöfliche Art und Weise, den anzusprechen. Wollen Sie etwa implizieren, ich sei mental instabil? Ich bin empört. Okay, nein, das meine ich natürlich nicht. Okay, komm schon, versuchen Sie Ihr Glück. Sie ist hier im Hotel. Ich brauche Geld. Vielleicht kann die Madame mir sagen, in welche Phase des Mondes am besten für Glücksspiel ist. Also werde ich es tun. Bitte zeigen Sie mir den Weg. Es ist offen. Oh, mir fällt gerade ein, ich glaube, ich hätte vorher schon mal hier kurz. Setzen Sie sich, Monsieur Trottier. Ich glaube, ich hätte vorher einmal kurz mich im Zimmer umschauen sollen. Ja, das ist blöd. Ist er da? Halte ihn, halte ihn beschäftigt, ich versuche hier was. Okay, dann gib mir eine Minute, während ich alles vorbereite. Wir müssen nämlich hier ein bisschen einen Spuktrick machen. Monsieur Trottier. Ich bin so, es ist so ein Vergnügen, also einen Experten zu treffen, wie Sie. Ach, die Madame, schmeichelt mir. Ich bin sehr geehrt, Sie zu treffen. Dann, ich brauche ein Symbol der Kraft, um die Stimmung zu setzen. Ich habe diese Steinscheibe. Ich glaube, dass das tatsächlich von der verlorenen Stadt ist. Oh, sehr gut. Sehr gut in der Tat. Dann können wir beginnen. Steinscheibe, okay. Da muss ein Laken darunter sein. Okay, wir haben das Laken. Es gibt hier einen Schrank. Im Schrank ist eine Taschenlampe. Und ich glaube, irgendwas weiteres gab es noch, weil sie ist eine Sicherungsbox. So, und hier speichere ich mal kurz. Bla bla. Wahrscheinlich sagt sie genau das gerade. Ich werde jetzt die magische Formel rezitieren. Bla bla bla. Bla bla bla, Mr. Freeman. So, denn wir können tatsächlich manchmal. Was? Okay, manchmal. Die Lichter. Was ist mit den Lichtern passiert? Ich glaube, Nora Psal möchte uns kontaktieren. Oh, ich hoffe, ihr seht das gerade. Es sieht so lächerlich aus, wie einfach in diesem Laken herumläuft. Genau, machen wir mal. Versuchen Sie mir Angst einzujagen, indem Sie dieses Bettlaken über dem Kopf tragen. Dr. Jones, bitte sehr. Oh, ich finde es so herrlich, so diese Musik auch noch. Und sich so umher. Ah, das Laken umher schwurbelt. Ah. Ja, Entschuldigung. Ich mache das Licht wieder an. Die Lichter sind wieder an. Nur Absal arbeitet auf Arten, die sind sehr. Ach so. Entschuldigung, Lorpsal manifestiert sich heute gerade nicht. Na, Madame, ich habe genug gesehen. Es war unterhaltsam. Trotz der Unterbrechung. Au revoir. Ihr könnt es natürlich mehrmals probieren. Ich finde es so gut. Gut gemacht, Jones. Es schien eine gute Idee zu sein. Es ist echt schwierig, als Medium zu arbeiten. Ja, es schien eine gute Idee zu sein zu dem Zeitpunkt. Hör auf, so zu tun, als wäre es Halloween.
Andererseits, vielleicht sollten finden wir einen Weg, dieses Kostüm einfach nochmal ein bisschen aufzupeppen. Deine Geisterstunde hat beinahe funktioniert. Ja, und wir müssen nämlich... Ah, ich weiß gar nicht, wo das ist jetzt, aber... wir brauchen nämlich noch irgendeinen Gegenstand. Und dann haben wir nämlich irgendwie so, Was weiß ich gar nicht. Moment mal. Irgendwie so, dann sieht es aus, als hätten wir Hörner. Und das ist dann irgendwie... Keine Ahnung, aber dafür, oder ich glaube, es waren Hörner oder so, dass es so alt aussieht. Ach, du glaubst, du bist so clever. Ja, ist verdammt tough, als Medium Brötchen zu verdienen. Na, es ist schon mal wichtig, wenn man die billigsten Tricks nicht benutzt. Es gab hier noch irgendwas, was war denn das? Ist da nichts anderes mehr drin? Es ist leer. Das ist die Fusebox. Circuit Breaker. Also die Sicherung. Wir mussten auch noch irgendwie mehr mit dem Typen reden, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, ob wir tatsächlich, ob wir das nicht irgendwas ist, was wir vielleicht in Dings finden, in Algier. Funktioniert nicht. Aber irgendwo müssen wir den Kaugummi nochmal benutzen können. Ich weiß auch nicht, was ich gerade mache. Ist ja sonst nichts mehr. Aber ich wollte eigentlich auch einmal, wirklich ein einziges Mal, auch einfach nur zeigen, wie das Ding schief geht. Diese Nummer. Okay, ja, aber ich glaube tatsächlich, dass Algerien gerade vielleicht tatsächlich uns weiterbringt. Ich gehe nicht ohne Sophia. Okay. Aber hier draußen gibt es jetzt nicht nochmal was. Stadtstraßen. Nichts Interessantes hier. Nur die Star Wars Straße. Ich frage mich, warum der immer... Hallo? Unhöflich. Hallo, unhöflich. Einfach die Tür zuzumachen, während ich gerade rein will. Glück, Indiana. Wo ist Tortilla? Es klappt nicht. Wir sollten gehen. Okay. Wir können mit dem Sammler in Algerien reden. Omar al-Jabbar. Oder ein Taxi und ich werde mich dir anschließen. Ja, das wollte ich schon machen und es hieß dann... Ich sollte die Taschenlampe besser zurücklegen. Und das Bettlaken. Und... Oh. Nee, das ist nur das da. Ich dachte, ich könnte das Überbett vielleicht auch mitnehmen. Nee. Weil vielleicht finde ich irgendwas in Algerien, dann warte auf mich. Und das kann ich dann hier anwenden. Eventuell. Zum Beispiel den Raben. Okay, ich weiß nicht, wieso der Rabe nützlich sein sollte, aber... Naja, jedenfalls, wir sehen hier, haben sich Sachen verändert. Hier ist ein Messerwerfer. Reden wir mit ihm. Er scheint ein interessanter Charakter zu sein. Entschuldigung. Ja? Hübsche Messer. Nice Knives. Ja, sie sind ein Geschenk von meinem Vater.
dem größten Messerwerfer Nordafrikas. Ich versuche seinem Beispiel zu folgen. Aber nun ja, niemand möchte sich als Freiwilliger für melden, um mir das zu assistieren seit dem Unfall. Wissen Sie, wo wir Omar al-Jabbar the Hutt finden können? Er hat einen Laden in der Nähe, hinter dem Marktplatz. Okay, das wissen wir ja schon. Entschuldigung, dass ich Sie gestört habe. Keine Sorgen. Ich wünschte nur, dass irgendein Freiwilliger nach vorne treten würde, um mir zu helfen. Tja, Freiwillige? Also, ich meine, da wissen wir doch schon, wer sich freiwillig melden würde, oder? Nicht wahr, Sophia? Nicht wahr, Sophia? Nicht wahr? Nee. Rede mit Sophia. Was? Ah, Algerien. Ich denke, du solltest dich freiwillig melden, um Tribut zu werden. Was? Na, nein, Jones. Bitte? Es ist verdammt sicher. Ja, klar, richtig sicher. Schau dir doch mal an, wie gut er ist. Naja, also... Ach, verdammt, diese Messer machen mich nervös. Push. Uff. Schauen Sie her, meine Damen und Herren. Eine Freiwillige. Aber... Jetzt, meine Liebe. Es gibt nichts, vor dem Sie Angst haben müssten. Aber... Ach, die Arme. Stellen Sie sich einfach hier an dieses Brett. Jetzt. Piu. 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 Tada. Danke für Ihre mutige Assistenz, meine Liebe. Erlauben Sie mir, meine Dankbarkeit auszudrücken, indem ich Ihnen dieses Souvenirmesser gebe. Hier, nimm dein Messer. Bevor ich es an dir ausprobiere. Oh, warum bist du wütend? Das hat doch Spaß gemacht, nicht wahr, Sophia? Nein. Was gibt's hier? Rede mit Händler. Der Händler ist neu. Entschuldigen Sie mich. Ja. Was sieht denn heute besonders gut aus? Heute haben wir ganz besonders was Squab an einem Stecken für 20 Dinars. Akzeptieren Sie auch US-Dollar? Entschuldigung, nein. Ah, also so ein Squab wäre sicherlich richtig gut. Ich weiß nicht, was ein Squab ist. 20 Dinare, Effendi. Vielleicht können wir einen Deal machen. Ich glaube, wir brauchen diesen Stab für irgendwas. Das wäre eine Art von Deal. Ich gebe Ihnen dieses wunderschöne Messer für einen Squab. Ich gebe Ihnen diese schöne Lederjacke für einen Squab. Nicht die Lederjacke. Und vielleicht dieses wunderschöne Messer für einen Squab. Ich habe schon einige dieser Messer. Der Messerwerfer hat... kann notorisch schlecht zielen. Ich habe ein anderes Angebot. Machen Sie es. Ich gebe Ihnen meine Lederjacke. Ey, wir müssen irgendwas finden, was wir ihm geben können. In dieser Hitze. Seien Sie nicht absurd. Gehen Sie nicht weg. Ich werde noch etwas finden. Ja. Wir werden noch irgendwas finden, was wir ihm geben können. Erstmal gehen wir zu Jabba the Hutt. Beziehungsweise erstmal zu Paul. Nein! Es ist Jabba! Und es gibt eine Maske. Die Maske! Die Maske! Die Maske ist es, was wir brauchen. Die Maske brauchen wir. Für unsere Geisternummer. Lustig.
Es sieht aus wie der Geist, den wir bei dir im Büro gesehen haben. Der Geist war nur Rapsal. Reden wir erstmal mit ihm. Entschuldigung. Was kann ich für Sie tun, Effendi? Seine Finger gerade bewegt hat. Wie viel kostet die Maske? Ach, Sie können dieses wertlose Ding nehmen. Es jagt sogar meinen besten Kunden Angst ein. Okay. Dann würde ich aber sagen, dann gehen wir jetzt nämlich schon wieder nach Monte Carlo. Machen, boah, sieht echt gruselig aus. Machen Monte Carlo fertig. Und dann, weil dann haben wir Monte Carlo fertig gemacht. Dann kriegen wir irgendwelche, dann müssen wir das nicht nochmal machen. Jetzt geht es ja nicht so, als ob wir die Karte bekommen, wie beim letzten Mal. Und diesmal ist ja Jabba auch gleich da. Du findest Tortier, ich tue den Rest. Jabba muss ja nicht erst irgendwie aufgerufen, also gefunden werden von dem Paul. Also, nicht gefunden werden, aber angesprochen werden, dass ein Treffen arrangiert wird. Nur einen Moment, Monsieur. Na, hallo, Dr. Jones. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich sag jetzt mal kurz das, weil ich... Also, ist eine schöne Nacht, ein bisschen schön spazieren. Weil... Na dann, bonsoir. Ne, dann hole ich ihn wieder zurück. Weil, ich glaube, es gab noch irgendwas, dass wir ihm auch noch irgendwelche Infos abluchsen müssen. Was sagen Sie, wenn wir ein bisschen, mit den Geistern reden werden? Ach, Entschuldigung. Ich bin empört, dass ich von Ihnen so herablassend behandelt werde, von solchen arroganten Narren wie Ihnen. Aha. Ach Mann, da muss man aber echt aufpassen, was man sagt. Nur Rapsal hat mich geschickt. Erinnern Sie sich? Nur Rapsal. Ebia, also, geben Sie mir etwas Zeit, meine Wut etwas abkühlen zu lassen. Ja, genügend Zeit gehabt. Monsieur. Hallo, Dr. Jones. Wie kann ich Ihnen helfen? Madame Sophia möchte eine weitere Seance. Ja, sie ist eine sehr charmante Frau. Also werde ich es tun. Bitte, zeigen Sie mir den Weg. Aber ich kann mich erinnern, dass es irgendwas gab, dass man mit ihm irgendwie reden musste und dann hat er irgendwie Zeug erzählt und weiß nicht, von seiner Frau oder so, weil wir das irgendwie dann, wenn wir da als Geist reinkommen, müssen wir das irgendwie auch erzählen. Und dann glaubt er irgendwie, dass wir übernatürliches Wissen haben. Ist er da? Halte ihn, also... Nee, oder... nee, Moment mal. Oh, Moment mal. Okay, ich bin hier wieder. Ein Hoch auf Autosaves. Vor allem, wenn der Autosave gerade erst vor 20 Sekunden war. Ich glaube, ich kann mit Sophia mit ihm reden und so verschiedene Themen ansprechen. Und das ist das Wissen, das wir dann anwenden können als Indie. Irgendwie sowas in die Richtung war es. Das weiß ich natürlich jetzt, als jemand, der es schon zum zweiten Mal spielt. Und zwar, das machen wir, indem wir ihn hier sagen, okay, Trottier gehört ganz dir, weil dann können wir jetzt, glaube ich, als Sophia weiterspielen. Ah, fangen wir an. Richtig? Genau. Aber erstmal, entschuldigen Sie mich. Nee, mit einer wertvollen Antiquität, nee. Mit einem Zeichen der Kraft für mich. Das ist ja das, was sie beim letzten Mal schon gesagt hat. Ach, jetzt ernsthaft. Ach, ich kann mich einfach nicht, konzentrieren.
Ah, bitte entschuldigen Sie mich für einen Moment. Natürlich, Madame. Kann ich mit Ihnen reden, Dr. Jones?